Premierenfahrt eines hochautomatisierten Kleinbusses auf einer belebten Straße zwischen Autos, Flugzeugschleppern und Gepäcktransporten. Damit hat die R&V-Versicherung auf dem Frankfurter Flughafen ein Forschungsprojekt zum autonomen Fahren gestartet. Selbstfahrende Autos sind so spannend, weil wir heute natürlich Fahrzeug und Fahrer versichern. Und in Zukunft, wenn kein Fahrer mehr da ist, es wichtig ist zu, wen versichern wir, was versichern wir, wie sieht das Unfallverhalten aus. All diese ganzen Themen werden sich durch die neue Technologie verändern. Und das heißt, wir werden einen großen Bedarf haben, unser Produkt auf diese Themen anzupassen. Der Bus bietet Platz für 11 Fahrgäste und wird bei Fraport als Shuttle eingesetzt. Sicherheit geht vor Schnelligkeit. In der Testphase fährt der hochautomatisierte Kleinbus statt mit möglichen 45 Stundenkilometern zunächst nur mit etwa Tempo 20. Die Teststrecke bei Fraport ist ein Glücksgriff für R&V, da sich ihr hochautomatisierter Kleinbus hier in einem realistischen Straßenszenario mit Fußgängern und den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln bewegen kann. Für den Flughafenbetreiber ist die Zusammenarbeit mit R&V auch hochwillkommen. Fraport ist zum einen sehr, sehr interessiert, Innovation zu fördern, ist Teil unseres Unternehmensleitbildes. Und aus dem Grunde haben wir diese Gelegenheit sehr gerne genutzt. Wir beobachten diese Zukunftstechnologie nämlich schon seit geraumer Zeit und haben jetzt die Chance, diese Technologie auch auf unserem Betriebsgelände zu nutzen. Umgesetzt wird das innovative Forschungsprojekt von einem Team des R&V Innovation Labs Connected Car, das auch R&V-Chef Rollinger von der Idee überzeugt hat. Ihm ist wichtig, dass R&V mit diesem Forschungsprojekt präzise Erkenntnisse zu den Chancen und Risiken autonomer Fahrzeuge gewinnt, und zwar auf Basis eigener Daten. Digitalisierung jetzt für uns als R&V bedeutet Digitalisierung quer durch das ganze Unternehmen durch. Nicht nur die Kundenschnittstelle, sondern auch alle Prozesse, die intern sind, sind zu digitalisieren, weil wir zunehmend Daten verwenden, weil wir zunehmend alles auf elektronischem Weg übertragen können. Und das schafft enorme Effizienzvorteile, enorme Zeitvorteile, enorme Qualitätsvorteile. Um die selbstfahrenden Fahrzeuge in möglichst unterschiedlichen Verkehrssituationen zu erproben, wird R&V ihre Kleinbusse in den kommenden Monaten an verschiedenen Orten einsetzen. Die 1,5 Kilometer lange Strecke auf dem Flughafen Frankfurt in Partnerschaft mit der Fraport AG ist das erste Testfeld. Am Ende steht der Einsatz auf öffentlichen Straßen. Das Zulassungsverfahren läuft derzeit auf Hochtouren.